Und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Fall ins Loch rein. Quest of the Easter Eggs. So heißt dieses schöne Spiel. Und wir machen uns gleich mal auf die Suche nach einem Geheimnis. Da habt ihr es gehört. Wir haben schon drei Geheimnisse gefunden. Drei, genau. Und die Uzi gefunden. Jetzt fehlt nur noch das Revolver und der Granatwerfer. Ich bin mal gespannt, ob wir das auch noch finden. Irgendwie ist die Sicht hier komisch. Aber wozu haben wir denn unser Fernglas? Aber hier ist nichts. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Und unsere Aufgabe besteht jetzt darin, erstmal, ganz wichtig, den Osterhasen zu bestaunen, wie süß der ist. Und dann den Schlüssel einzusetzen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Osterhäschen. Der hat nämlich auch sein Eierkörbchen hinten auf dem Rücken. Voll niedlich, so richtig süß. Ich freue mich da jetzt voll drauf. Wo ist er denn? Och Gott, ich freue mich jetzt schon voll auf den und ich sehe ihn nicht. Osterhäschen. Ja, wo ist es denn? Hoffentlich ist der nicht verpackt. Das ist nämlich das Highlight von dem Level. Das ist mein Highlight, der Osterhase. Und ich sehe ihn nicht. Da ist das Osterhäschen, guck mal. Och Gott. Das ist so süß. Und man kann es auch abschießen. Aber das tut uns nichts, das ist lieb. Deswegen schieße ich es auch nicht ab. Habe ich schon mal gemacht, das habe ich geladen damals, das weiß ich noch. Und das Süße ist, der läuft uns die ganze Zeit hinterher. Ist das nicht goldig? Durch die Blümchenwiese. So ein süßer Osterhase. Richtig süß. Und wie der da rumläuft. Und den kann man sich echt verlieben, oder? Och Gott. Den will ich am liebsten daheim haben. Kommst du mit mir? Ich glaube, der geht nicht weiter als hier. Och Gott. Hallo, ich bin Lara. Und du bist voll das süße Osterhäschen. Ach Gott. Also, ich merke schon wieder, dass ich hier total viel Zeit verschwende wegen diesem Osterhäschen. Deswegen gehen wir jetzt einfach nehmen Abschied. Ach, es kommt sogar mit. Guckt mal. Es kommt sogar mit. Kommt es auch hier hoch? Jawohl. Ach, süß. Kommt es auch hier rüber? Ich nehme jetzt das Osterhäschen so weit mit, wie es geht. Weil ich das voll süß finde. Aber das springt bestimmt nicht hier an die Leiter. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Gut, und dann... auch jetzt ist es gegangen. Schade. Guck, da ist es. Tschüss, Osterhäschen. Ach, wie niedlich. Ja, und jetzt kommen wir wieder mal zurück in die Realität. Das Leben ist nämlich kein Wunschkonzert. Wir müssen nämlich jetzt an einer Baumhangelstrecke hangeln, um den silbernen Schlüssel einzusetzen, um, glaube ich, schon in den finalen Raum zu kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der aber ziemlich groß ist. Also da haben wir viel abzuforsten. Naja. Gut. Und wir brauchen noch das Revolver und den Granatwerfer. Den haben wir nämlich noch nicht gefunden. Ich bin echt mal gespannt, ob wir die Geheimnisse finden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben eh nicht so schlimme Gegner, dass wir unbedingt auf den Granatwerfer angewiesen sind. Okay, dann gehen wir wieder und setzen den silbernen Schlüssel ein. Und dann kommt eine richtig tolle Vorschau, die ihr mal richtig genießen müsst, weil die Musik richtig toll ist. Und ich glaube, in dem Satz habe ich jetzt dreimal richtig gesagt. Aber es ist auch richtig toll. Also, ich setze jetzt den Schlüssel ein und ihr genießt einfach mal diese wundervolle Umgebung mit dieser tollen Musikbegleitung. Wenn wir hier reingegangen sind.
Schön, oder? Richtig toll. Ja, hier gibt es ein paar Fackeln zu finden und noch Geheimnisse. Ich weiß nämlich jetzt, wo das, wo der Granatwerfer versteckt ist. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, wo ich die Vorschau gesehen habe. Da drüben liegt wieder mal ein Hotdog mitten in der Pampa rum. Nehme natürlich auch mit. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir erstmal hier ein bisschen die Wiese ab. Guck mal, das ist grüne Osterei. Mit schöner Musikbegleitung. So, jetzt guck mal, wir haben ein rotes, noch ein rotes und ein grünes Osterei. Das heißt, es fehlen nur noch zwei Stück. Das blaue, das wissen wir ja, wo es ist. Und das letzte werden wir bestimmt auch noch finden. Also ich bin da eigentlich relativ optimistisch, dass wir das finden müssten. Und hier, das finde ich auch richtig schön mit diesen Seerosen. Und dem Wasser und dem Wasserfall und der Sonne und diesen Bäumen und den Tulpen und den Blumen. Also richtig schön. Gefällt mir echt richtig gut. Das Level ist echt was für Naturliebhaber. Und für Leute, die gern Osterhasen mögen. Und das Schild finde ich auch sehr schön gemacht. Also die Umgebung finde ich echt wundervoll. Ja, und ich würde sagen, holen wir erst das Osterei, bevor wir das vergessen, weil das wäre fatal. Deswegen springen wir jetzt erstmal hier rüber und probieren, das Osterei zu holen. Das war jetzt nicht so gut. Ach, ich kann hier nicht. Okay, hier ist eine Strömung. Ich lade. Aber man kommt darüber, das weiß ich. Aber nicht so. So, ah, das hätte sogar fast geklappt. Hat nur ein Eckchen gefehlt. Und da kommt eine Stelle, wo ich mal gehangen habe beim ersten, also wo ich das erste Mal gespielt habe. Da habe ich an dieser Stelle richtig gehangen. Und die seht ihr gleich. Also später. Und das ist auch echt schwer drauf zu kommen. Das muss ich jetzt echt mal sagen an der Stelle. Wenn ich überhaupt noch weiß, wie die Stelle ging. Das muss ich dann nochmal ausprobieren. Naja. Jetzt holen wir erstmal das Osterei Nummer 4. Neben einem Milchshake und Schrotmunition. Oder ist hier gar kein Osterei? Doch, hier ist das Osterei. Das habe ich nämlich gesehen. Ich habe das eben irgendwie als Blaubeeren oder so angeguckt, als irgendwelche blauen Blumen. Aber es war doch das Osterei. Ja, dann ist ja gut. Und dann kriegen wir wieder zurück und haben schon 4 von 5 Eiern. Das heißt, es fehlt nur noch eins. Und ja, dann können wir hier wieder hochklettern, speichern und erstmal den Granatwerfer holen. Das ist jetzt das nächste, was wir machen, weil wir dazu, glaube ich, ins Wasser müssen. Okay. Ja, okay, alles klar. Eine unsichtbare Plattform auf dem Wasser. Ja, das Spiel ist ein bisschen verbuggt teilweise, aber das ist ja jedes Tomb Raider-Spiel. Das finde ich auch nicht schlimm. Ist ja eigentlich immer ganz witzig, wenn es ein bisschen verbuggt ist. Ja, und zwar habe ich damals probiert. Wie war denn das? Und zwar habe ich probiert. Ich glaube, die Stelle ist noch gar nicht da. Auf jeden Fall hängen dann irgendwelche Lianen von den Bäumen runter. Und ich habe probiert von hier unten an die Liane zu springen. Aber die Liane ist noch gar nicht da. Die müssen wir erst noch auslösen, glaube ich. Und das hat nicht funktioniert. Aber mittlerweile weiß ich natürlich, wie es geht. Ach, da oben. Da kann man, glaube ich, die Liane auslösen. Genau. Und ich habe echt vergebens probiert von hier unten. Wie geht die Sicht weg? Hilfe. Ah, so, okay. Gut, und zwar habe ich von hier unten probiert, vergebens an diese Liane zu springen. Es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich im Internet nachgelesen, wie das funktioniert. Und dann, ja, war es eigentlich klar, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer, darauf zu kommen. Also das muss ich jetzt echt mal sagen. Richtig, richtig schwer drauf zu kommen. Aber bevor ich euch zeige, wie das funktioniert, holen wir erstmal das Geheimnis. Und das befindet sich hier unten drin. Aber ich tauche das hier gerade noch mal ein bisschen ab.
bevor hier das letzte Osterei noch irgendwo liegt und wir das sowas sehen. Das wäre natürlich schlecht. Und diese Textur hier, die kommt aus Tomb Raider 3, Küstendorf und Absturzstelle. Das ist diese Moorstelle, wo dann diese festen Kleeblätter drauf sind, oder was das sein soll. Fahren, wo man da lang springen kann, wenn man die Karte von dem abgestürzten Typ da findet. Das war so als Tomb Raider 3 Exkurs. Und ich glaube, sonst ist hier unter Wasser nichts. Das heißt, wir schnappen nochmal schnell Luft. Und dann tauchen wir auch wieder ab. Und suchen nach dem Granatwerfer. Hui, so. Und da tauchen wir jetzt lang. Hier oben. Ich überlege nämlich gerade, es gab zwei Wege und ich bin hier das letzte Mal gestorben. Ah, hier ist das Fernglas. Okay, fürs Revolver. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Aber wir haben es jetzt einfach schon mal. Und ich glaube, hier ist dann der Granatwerfer. Oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, dass ich hier mal gestorben bin. Hier, Granatwerfer. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann fehlt eigentlich nur noch... was fehlt uns noch? Der Revolver, genau. Der Revolver fehlt noch. Und hier kann man nicht raus. Und da habe ich damals gedacht, da kann man raus und Luft holen. Da bin ich, glaube ich, ersoffen damals. War nicht ganz so schön. Also für Lara auf jeden Fall nicht. Weil ertrinken ist, glaube ich, eins der schlimmsten Sachen zu sterben. Also das kann ich mir ganz, ganz schrecklich vorstellen, wenn man ertrinkt. Also das ist, glaube ich, echt fürchterlich. Und verbrennen ist, glaube ich, auch richtig schlimm. Aber wenn man ertrinkt und dann total panisch unter Wasser ist und Wasser einatmet und dann Wasser in der Lunge hat und daran dann erstickt und stirbt, ich glaube, das ist richtig schrecklich zu ertrinken. Also das möchte ich nicht erleben. Und verbrennen möchte ich auch nicht. Ach, eigentlich will ich noch gar nicht sterben. Das übernimmt Lara für mich. Ne, Lara, da sind wir uns eigentlich recht einig. Okay, und dann war es das jetzt auch schon mit dieser Stelle hier. Was ist das? So eine komische Öffnung, die aber, glaube ich, nichts bringt. Okay. Ja, soweit so gut. Da liegt, glaube ich, nichts mehr. Okay, da waren wir auch schon. Jetzt schwingen wir einfach mal wieder hier rüber. Diesmal klappt das sogar besser. Und jetzt kommt die Stelle, die ziemlich schwierig war rauszufinden. Die eigentlich, finde ich, zu schwierig ist rauszufinden. Und deswegen habe ich das damals in der Lösung nachgelesen. Ich musste allein schon in der Lösung nachlesen, dass da der Hebel ist, um diese Lianen freizuschalten. Und jetzt muss ich überlegen, wo das ging. Ich glaube... das war hier. Oh, das war gerade ein Bug. Also so kommt man auch nach oben. Indem man hier reinläuft. Das klappt jetzt leider nicht mehr. Aber ich habe gerade einen Bug ausgelöst. Und so kann man dann vielleicht auch da hochkommen. Aber ich glaube, das ist es nicht. Nee. Ich muss den richtigen Baumstamm finden. An dem man hochklettern kann. Ist ja an sich eigentlich gar nicht so schwierig. Aber das Problem ist, man kann nicht erkennen, dass das ein Baumstamm ist, an dem man hochklettern kann. Das ist das Problem. Der Baumstamm sieht aus wie alle anderen und deswegen kommt man da nicht drauf, dass man da dran hochklettern kann. Und das ist halt echt ein bisschen schwierig. Und, also ihr seht ja, ich weiß nicht mal, welcher Baumstamm das ist. Ich finde nämlich gerade gar nicht. Hier war ich jetzt vorhin schon. Ich glaube, der ist auf der Seite irgendwo. Ist der hier? Nee. Oder von der Seite vielleicht. Ja, hier. Doch, man kann es doch erkennen. Aber es ist echt schwierig drauf zu kommen, da hochzuklettern. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Gut, und bevor wir hier Tarzan spielen, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann da drüben diese Gegend erforschen. Und hier ein paar Gegenstände auf dem Blätterdach aufheben, das weiß ich auch noch.
Ja, das wird dann wahrscheinlich schon die letzte Folge von diesem Oster-Let's Play sein. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.